Hallo, heute wieder ein Notfallvideo, weil ich derzeit immer noch an diversen Problemstellungen mit involviert bin, die etwas Zeit benötigen und somit leider YouTube in die zweite Reihe abrücken muss. Trotzdem versuche ich in unregelmäßigen Abständen was Vernünftiges zu produzieren und schauen wir mal, was heute rauskommt. Und zwar heute geht es um die Binnode RENS 1254. Und direkt mal zur Erklärung, was der Binnodensockel ist und wieso er hier als sechspoliger Sockel angegeben ist, aber auf dem Sockelbild ist er siebenpolig. Der Binnodensockel wurde ungefähr 1933 entwickelt, wie die ersten Mehrfach Systeme auf den Markt gekommen sind, weil die RENS 1254 besteht aus zwei Systemen mit einer gemeinsamen Kathode, nämlich zum einen einem Diodensystem zur Demodulation und zu einer Tetrode zur Nachverstärkung der demodulierten NF-Signale in einem Kolben mit gemeinsamer Kathode. Und es gibt somit halt zwei Anoden, nämlich die Diode und die Tetrode, und somit ist der Binnodensockel erklärt. Aber wieso 7 und aber wird 6 bezeichnet? Das ist relativ einfach, wenn man sich den Sockel ansieht. Nehmen wir mal den so lang. Da sieht man, dass ein Pin ausgespart ist. Das ist der besagte ominöse siebte Pin. Der ist ausgespart und effektiv sind nur 6 Pins belegt. Ich habe kein vernünftiges Datenblatt für die RENS 1254, deshalb müssen wir mit den Messkarten des Neubergers vorlieb nehmen. Und zwar, es gibt wie gesagt zwei Systeme. Zum einen eine Diode, die wird mit 10 Volt Anodenspannung geprüft. Im D-Modus, also D wie Diode, mit 10 Kiloohm Lastwiderstand, und sie soll liefern ungefähr 0,8 Milliampere bei 4 Volt Heizung. Und das Tetrodensystem wird geprüft mit 200 Volt Anodenspannung und sollte liefern 0,35 Milliampere bei minus 2,3 Volt im Gitter, also Steuergitter, und plus 533 Volt im Schutzgitter. Und ob das einigermaßen hinkommt, das prüft man gleich am Neuberger. Zuerst aber mal die Bilder der Röhre. Ich habe zwei Stück. Mal ein bisschen Platz hier, dass wir die 4K ausnutzen können. Die erste Variante ist sehr stark gegettert. Auch zu sehen ist die typische Telefunkenkrankheit, dass nämlich die Metallisierung abbröckelt und somit die nackte Röhre zu sehen ist. Was auch zu sehen ist, ist der Metalldraht, der die Schirmung mit dem Außenmetallisierungs verbindet, weil die Farbe ist ja eine Metallfarbe, die die Schirmung übernimmt. Die Röhre ist einigermaßen mit starkem Licht ein bisschen zu fotografieren, das System. Man sieht hier das zweite Steuergitter, also das Schutzgitter und die Anode. Auch hier sieht man, dass das Schutzgitter ein bisschen unsauber gewickelt ist. Das Phänomen sieht man auch auf der zweiten Röhre. Wieso, weshalb, warum, kann ich nicht sagen. Ob es bei der Produktion passiert ist oder ob das bei der Montage passiert ist, ich weiß es nicht. Das ist die zweite Röhre. Sie ist weniger stark gegettert. Zu sehen ist, wie gesagt, das Blech für die Anode.
auf beiden Seiten. Das hier ist das zweite Gitter. Schlecht zu sehen in der Aufnahme ist jetzt hier das erste Steuergitter. Hier unten ist die Anode für das Diodensystem. Hier ist die Konnektierung der Kathode. Hier sind die beiden Heizfäden. Und die Montage auf dem Quetschfuß. Das hier ist die Röhre von der Seite. Man sieht hier nochmal die beiden Anoden für das Tetrodensystem. Die Glasperlen, die für die Stabilisierung eingesetzt sind. Schlecht zu sehen ist hier das erste Gitter. Hier ist wie gesagt die Anode für das Diodensystem. Hier ist die Getterpille, die nach unten in diesem Fall ausgeworfen wird. Das ist die andere Seite der Röhre. Man sieht jetzt hier durch die abgefallene Metallisierung die Beschriftung, die während der Produktion auf den Kolben aufgedruckt wurde. Hier ist wie gesagt die Verbindung des Heizfadens in den Quetschfuß. Hier ist die Verbindung des Kathodenröhrchens, die Anode für das Diodensystem. Hier ist die Großaufnahme von der Seite. Hier sieht man jetzt etwas besser das erste Steuergitter. Die etwas krummen Anodenbleche für das Tetrodensystem. Hier ist nochmal eine Großaufnahme der Stabilisierungsglasperlen. Eine Detailaufnahme des Quetschfußes. Hier ist der Pumpstutzen zu sehen. Das hier ist der Heizer. Hier ist die Konnektierung zum Kathodenröhrchen. Das Kathodenröhrchen ist an der Stelle noch unbeschichtet. Hier ist die Anode des Diodensystems. Und hier sieht man auch die Beschichtung der Kathode innerhalb des Tetrodensystems. Das ist das Ganze von oben. Das ist ein Blech oder Stück, das das System etwas stabilisiert. Hier ist die Hochführung der Anode zum Kolbendom. Hier ist noch eine Detailaufnahme des Quetschfußes. Hier ist, wie gesagt, die Heizung. Hier ist der Übergang zur Kathode, also die Konnektierung. Hier ist die Anode des Diodensystems. Der Getterhalter für die Getterpille. Hier ist der Quetschfuß, also die Öffnung. Das Ganze noch ein bisschen im rausgezoomt. Hier nochmal ein Detail der Glaspillen. Jetzt nochmal besagter Binodensockel.
Hier ist der ausgesparte Pin. Deshalb sind es nur 6 Pins, aber es werden 7 gezählt. Hier sieht man ein kleines Stück vom Pumpstutzen. Das ist die Röhre von oben. Und hier die etwas wackelige Aufnahme im Betrieb. Der Heizfaden ist Klammern relativ dunkel. Der Fokus kommt nicht wirklich rein. Das ist ein Versuch jetzt Stativ. Also die Röhre ist in Wirklichkeit dunkler, als es in der Kamera jetzt vorgetäuscht wird. Gut, gehen wir mal zum Neuberger und gucken uns das Ganze jetzt mal im Betrieb an. So, 4. April 2024, 3:46 Uhr. Wie immer, nachts sind alle Bären grau. Wir beginnen mit dem Prüfen zweier RENS 1254. Eine mit sichtbarem System oder gut sichtbarem System und eine mit stark gegettetem System. Da ich, wie gesagt, keine gescheite Datenblatt davon habe, nutzen wir diesmal die beiden Prüfkarten vom Neuberger. So, wieder mit drei Händen gleichzeitig arbeiten. Wie gesagt, bei der RENS 1254 handelt es sich um eine sogenannte Binnode. Also die Röhre hat eine gemeinsame Kathode und zwei Anoden, deshalb der Ausdruck Binnode. Und die wird gesockelt oder versockelt, keine Ahnung, was ausdrückt, über den sogenannten Binnodensockel. Der war in den 30er Jahren kurzzeitig sehr populär. Tatütata. So, bevor wir jetzt hier groß um Sockel A oder B rumlamentieren, tun wir mal das Ganze einstecken. Wie immer frei fliegend. So, wir fangen wie gesagt an mit dem Diodensystem und ich brauche die Heizer, die auf Stift 1 und Stift 7 sind. Die Röhre ist indirekt geheizt, also Stift 1 und Stift 7. Die gemeinsame Kathode sowie die Schirmung, die abgeblättert ist, ist auf Stift Nummer 2. Und da wir jetzt zuerst die Diode testen, die Anode der Diode ist auf Stift Nummer 3. Und da es hier um eine Diode geht, ist der Messmodus für den Neuberger Messmodus D wie Diode. Und ich brauche einen 10 Kilo-Ohm Lastwiderstand. So, die Einstellungen der Messkarte sind wie gesagt fast wie immer, nämlich 10 Volt in der Anode. Und das Ganze sollte haben 0,8 Milliampere Anodenstrom bei 4 Volt Heizspannung. So, schauen wir mal, was das Ganze uns sagt. Alles ist auf 0. So, die Heizung hat schon mal Durchgang. Ich stelle jetzt mal die 4 Volt Heizspannung mal grob ein, weil die Röhre zieht 1,1 Ampere Heizstrom bei 4 Volt.
Das heißt, die Heizspannung wird gleich einbrechen. Und ich brauche 10 Volt in der Anode. Das heißt, ich gehe jetzt hier in den 50 Volt Bereich. Und bei meinem Voltmeter für den Anodenbereich ist das der Tüter-Tar. Doppeltes der Tüter-Tar. Ist das Anzeigenblech ein bisschen hochgebogen? Das heißt, ich muss bei niedrigen Spannungen ein bisschen klopfen, dass der Zeiger zu Potte kommt. Ich drücke mich davor, das Messgerät aufzumachen. Ja, auf jeden Fall. Wir haben jetzt die 10 Volt in der Anode, die 4 Volt in der Heizung und dann tun wir die Röhre mal befeuern und stellen jetzt mal die Heizspannung korrekt ein. Man sieht, es ist einiges abgefallen. Ich regle jetzt mal nach auf 4 Volt. Gibt der Röhre noch ein paar Sekunden Zeit zum Heizen, weil die 30er Jahre Kathoden brauchen sehr lang, um aufzuheizen. Gut, dann prüfen wir mal auch praktisch den Ampermeter. Und wir prüfen erstmal auf Kurzschlüsse. So, wir haben einen Anodenstrom. Regeln jetzt erstmal die 10 Volt nochmal nach, weil jetzt fließt natürlich auch auf der Anode Strom und die Spannung ist etwas eingebrochen. So, das sind die 10 Volt. Und die Messkarte verlangt 0,8 Milliampere. Und siehe da, 0,8 Milliampere. Dann machen wir weiter mit dem Tetrodensystem. Das heißt, ich stecke jetzt erstmal den Neuberger oben und zwar vom Diodentest auf V wie Verstärkerröhre. Und der 10 Kiloohm Lastwiderstand wird entfernt. Die Kathode bleibt bestehen, bleibt auf Pin Nummer 2. Pin Nummer 3, die Anode für die Diode, ist natürlich jetzt unnötig. Ich brauche jetzt Gitter 1 auf Pin Nummer 5. Tief, das ist doch richtig. Und Gitter 1 ist natürlich negativ. Gitter 2 ist Pin Nummer 6. Und Gitter 2 ist positiv. Fehlt noch die Anode. Die Anode wird rausgeführt am Kopf der Röhre. Damit sollten jetzt alle Kontakte dort sein, wo sie hingehören. Und wie spricht die Messkarte? Ich brauche am Steuergitter minus 2,3 Volt und das Schutzgitter hat 33 Volt. Das Ganze soll liefern 0,35 Milliampere bei 200 Volt Anodenspannung. So, stellen wir mal das Ganze ein. Zum einen im 5-Volt-Bereich für das Steuergitter.
Fokus. Da brauchen wir minus 2,3 Volt. Ich brauche 33 Volt im Schirmgitter. Das heißt, ich gehe jetzt hier auf den 50 Volt Bereich. Das ist die untere Skala. Stelle jetzt hier auf 33 Volt. Und zum Schluss brauchen wir die Anode. Die gehen wir in den 200 Volt Bereich. Und so hoch. Messbereich ist 200 Volt. Da sind wir schon fast auf 200. 200 Volt. Damit haben wir eigentlich jetzt alles eingestellt. Prüfen auf Kurzschlüsse. So, die Röhre braucht ein bisschen zum Heizen. Währenddessen prüfen wir die Spannungen. Also 0,35 mA wäre der Soll. Das Gitter hat minus 2,3. Das Schirmgitter ist ein bisschen eingebrochen. Ich korrigiere auf 33 Volt. Auch die Anode ist ein Tick eingebrochen. Korrigiere ich auch hier auf 200 Volt. Und wir haben 0,4 in Anodenstrom, also 0,4 mA. Das heißt, dass die Röhre im sehr guten Bereich ist. Da es jetzt eine Mehrgitterröhre ist, können wir jetzt auch den Vakuumtest machen. Und der ändert sich nur geringfügig. Also das Vakuum ist im sehr guten Bereich. Und der Kathodentest, also Kurzschluss zwischen Heizung und Kathode, ist auch negativ, es gibt keinen Kurzschluss. Somit fließt bei gedrückter Kathodentesttaste kein Strom, weil natürlich keine Kathodenspannung anliegt, also kein Kurzschluss existiert. Damit kann man sagen, die Röhre funktioniert. So, jetzt kommt der etwas kritische Teil, nämlich die berühmten Nachtaufnahmen der Röhre im Betrieb. Da muss ich jetzt hier ein bisschen erstmal. Ach, ein bisschen auf dunkel schalten. Weil die Röhre ist sehr dunkel. Das täuscht jetzt in Bild der Kamera etwas. Das wäre mit Hilfsbeleuchtung. Der Fokus kommt leider nicht ganz mit. Versuche später noch Bilder mit Stativ. Das ist jetzt nicht ganz so der Bringer. Bleibt aber ein letzter Test, nämlich die zweite Röhre.
Thermometer wieder einschalten. Von der weiß ich auch nicht, ob sie noch funktioniert oder ob sie überhaupt noch funktioniert. Wer hat die Röhre da reingesteckt? Schwarzenegger. So, tun wir mal den Verhüter die abschrauben. Schauen wir mal, was passiert. Also die Klebelampe leuchtet, also die Röhre hat somit Durchgang. Tun wir mal anheizen. Man sieht, die Spannung ist natürlich wieder hochgegangen, weil natürlich jetzt kein Strom fließt. Mal die Röhre anheizen. Tatütata. Und siehe da, die Spannung bricht nicht ein, was jetzt eigentlich darauf schließen lässt, dass die Röhre keinen Durchgang hat. Klebelampe leuchtet aber. Das würde bedeuten, dass der Klimmfaden, der Glühfaden am sogenannten seidenen Faden hängt. Und zwar noch einen Widerstand liefert, aber zu wenig Strom fließt, dass der Heizer heizt. Also sprich, die Spannung bricht nicht ein. Es fließt jetzt wahrscheinlich 0,0 irgendwas Milliampere Heizstrom, was nicht reicht, um die Röhre zu heizen. Jo, somit kann man sagen, dass die Röhre defekt ist, weil es ein Fadenbruch. Jo, damit sind wir diesmal wieder am Ende. Wieder ein etwas kurzes Video, weil ich habe im Moment noch zu viel um die Ohren. Es gibt immer noch Problemstellungen an mehreren Fronten. Und sie musste jetzt abgearbeitet werden. Es nervt alles, aber ja. Ansonsten danke für die Aufmerksamkeit. Es ist jetzt immer noch 4.4. und irgendeinem Grund besitzt das Zoom nicht. Genau, es ist 4 Uhr und 4 Minuten. Bis bald.